Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Ja, dieses Video ist ein, wird unter Comic-Neuzugänge laufen. Ist eine neue Folge Comic-Neuzugänge. Ich meine die Folge 191 dann schon. Ist aber so ein bisschen, ja, nicht richtiger Fusch, aber ich habe ja im letzten Video, was ihr hier online gesehen habt, wo es darum ging, dass ich nicht zur Kölner Comicmesse kann, weil ich kein Geld dafür habe, habe ich ja schon gesagt, okay, ich habe mir in letzter Zeit einen Comic gekauft. Diesen Comic gibt es auch in dieser Folge, ganz am Ende. Dann habe ich weiter gesagt, dass ich aber auch Rezensionsmaterial bekommen habe, was allerdings kein Comic an sich ist. Dabei handelt es sich einmal um ein Hörspiel, was ich auch in diese Folge packen werde. Deswegen werde ich die Folge auch irgendwie sowas nennen von Comic und anderes Neuzugänge oder irgendwie Comic und mehr. Neuzugänge, irgendwie sowas, weil ich das alles in einer Folge jetzt direkt dann machen will, weil das Hörspiel wusste ich halt nicht, ob ich das bekomme, aber habe ich bekommen und zwar heute und deswegen kann ich das halt dann aufnehmen. Und das andere Rezensionsmaterial habe ich halt wirklich schon vor 2 Wochen bekommen, hat Comic-Bezug bzw. Manga-Bezug. Ich würde es aber in Sekundärliteratur. Jetzt war das so, dass ich vor 2 Wochen halt gar nicht da war, beziehungsweise als es ankam, war ich noch da, aber stand kurz vor der Abreise. Dann habe ich das zwar mitgenommen, kam aber nicht zum Lesen. War dann 2 Wochen weg, mehr als ich ursprünglich dachte. Und deswegen konnte ich mich dem Ganzen noch nicht widmen, habe es auch noch nicht gelesen, werde es aber natürlich lesen. Es wird natürlich auch ein Review dazu dann irgendwann geben, diesen Monat, weil ich mich, das ist jetzt praktisch mit auf dem Lesestapel natürlich. Worum geht's hier? Und zwar geht es hier um das, und dann nochmal herzlichen Dank dafür, dass ich es bekommen habe. Dieses Werk hier, Unnützes Wissen über Manga und Anime, das ist von der Jasmin Dose, Jan-Lukas Kuhn und Stefan Mesch. Und Stefan Mesch ist da mein Kontakt sozusagen, der mir das geschickt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Und es tut mir auch sehr leid, dass das jetzt so spät kommt, das erste Video dazu. Stefan Mesch hat im letzten Jahr schon mit Lino Virak dieses Werk hier gemacht. Unnützes Wissen für Marvel-Nerds, das habe ich auch schon besprochen. Auch letztes Jahr findet ihr unter den Reviews im, glaube, Dezember 23. Und das hat mir ja schon sehr gut gefallen. Viel Wissenswertes über die Marvel-Charaktere. Einige Sachen wusste ich natürlich auch schon. Aber vieles konnte ich da auch noch lernen. Und bei diesem Werk kann ich wahrscheinlich noch mehr lernen, weil ich natürlich zwar Manga, eine Manga-Sammlung habe, die ich euch eventuell auch mal im Dezember zeige, wobei ich da halt noch nicht alles gelesen habe und sie euch einfach trotzdem zeige. Wenn ihr dazu Bock habt, schreibt das mal rein. Unnützes Wissen über Manga und Anime. Natürlich habe ich Animes gesehen, natürlich habe ich halt Mangas gelesen und habe sie. Bin da aber natürlich nicht so eng drin oder so tief drin wie in diesen westlichen Comics, vor allem Marvel, DC, aber auch anderen Sachen. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich sehr viel lernen, freue mich sehr darauf. Ist auch beim Riva Verlag erschienen, kostet glaube ich auch, wird auch so um die 10 Euro oder so kosten. Ich glaube, der andere hat so um die 10 Euro gekostet. Auf jeden Fall werde ich euch das natürlich mal in die in meine Amazon-Links reinpacken. Ich bin ja Amazon-Partner. Wenn ihr über diese Links bestellt, entweder die Sachen, die ich da reinpacke, oder andere Sachen, kriege ich halt auch eine kleine Provision. Ihr zahlt aber nicht mehr. Ist eine schöne Sache. Hier auch nochmal Werbung für dieses andere Werk, was ich halt auch sehr empfehlen kann. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt darauf und freue mich, das dann auch zu lesen die nächsten Tage und Wochen. Werde mir das immer mal abends nehmen, wahrscheinlich immer mal ein paar Kapitel lesen, dann wieder was anderes und so weiter und so fort. Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan. Wenn du dieses Video siehst, gerne kommentieren. So, dann
Kommen wir zum nächsten Rezensionsmaterial. Auch da wieder vielen, vielen herzlichen Dank. Und zwar hat mir Retrofabrik wieder was zugeschickt. Und zwar ist seit gestern, seit dem 1.11., also für mich ist gestern, ich weiß nicht, ob das Video wirklich am 2.11. kommt, aber am 1.11. ist das hier erschienen, und zwar das dritte Hörspiel der neuen Masters of the Universe Hörspielreihe. Der Kristallschild heißt es diesmal. Habe ich auch wieder in beiden Versionen bekommen. Werde ich euch auch mal bei Amazon reinhauen. Könnt ihr aber auch natürlich auf der Seite direkt bestellen. Das wird wie immer so um die 12,90 Euro, glaube ich, kosten die. Und das so um die 29,90 Euro. Ist halt dieses Deluxe-Pack-Steelbook und echt gut. Also die ersten zwei habe ich ja auch besprochen und ich werde das auch wieder so machen. Ich werde auch wieder eine Review dazu machen, wenn ich das durch habe. Und dann auch in demselben Stil wie vorher, weil das ist ja auch bei euch ganz gut angekommen. Hat man viel Einblick auch. Werde euch Sachen hier aus dem Steelbook auch zeigen. Was ich mir so durchgelesen habe jetzt von der Story her, lässt es darauf schließen, dass die Story auch, diese übergeordnete Handlung auch weitergeht. Und die Story ist auch ein bisschen auf den ersten beiden Stories aufbaut. Bei den ersten beiden Stories war es ja auch so, dass die zweite Story durchaus Bezug auf die erste genommen hat. Man sie aber halt auch für sich hören konnte. Und ich hoffe, dass es diesmal wieder so der Fall ist, dass du einfach ein Abenteuer hast, was du auch so hören kannst, dass du aber auch diesen Bezug hast. Weil hier steht zum Beispiel, dass kann ich kurz vorlesen, natürlich. He-Man und die Verteidiger Eternals ist es gelungen, die Zerstörung Castle Grayskulls zu verhindern und den Fluss der Magie wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Also Bezug auf Folge 2. Doch eine neue Bedrohung zwingt die Giganten des Universums zum Handeln. Freunde werden zu Feinden. Das ist auch immer sehr interessant, wenn jemand die Seite wechselt. Für mich immer, das habe ich auch damals mit den Masters of the Universe Figuren immer so gespielt, dass einer übergelaufen ist und so weiter. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal irgendwann ein extra Video. Freunde werden zu Feinden. Die verschollenen Teile des Kristallschildes müssen gefunden werden. Und dann treffen He-Man und Skeletor erstmals aufeinander. Doch auch der mysteriöse Hordak bleibt nicht untätig. Hordak war ja der große Gegner im ersten Teil, Skeletor im zweiten Teil, der aber auch schon am Ende des ersten Teils halt aufgetaucht ist. Ja, das gefällt mir sehr gut, dass es diese übergeordnete Handlung gibt, dass wenn du dir alles holst, halt du immer so diesen Bezug zu älteren Folgen hast. Und ich bin mal gespannt, wie sie es diesmal lösen, inwieweit man aber diese Folgen auch für sich hören kann. Das finde ich halt auch immer vorteilhaft, wenn Leute einfach irgendwo einsteigen können. Und das hätten sie in Folge 2 zumindest gekonnt, ohne Folge 1 gehört zu haben. Aber es ist halt schöner, wenn du dann auch Folge 1 hast. Und ich hoffe, dass es so auch hier sein wird. So, das war jetzt alles Rezensionsmaterial an beide Retrofabrikmacher und an den Stefan Mesch auch nochmal herzlichen Dank. Das ist eine Riesenunterstützung auch hier für mich. Es ist einfach Wahnsinn, dass ihr das macht. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Dann bin ich auch selber nochmal aktiv geworden. Die letzten Tage, also bevor dieses eine Video kam, hatte ich mir dann noch was bestellt, was ich mir auch letztes Jahr schon hätte bestellen können, aber es mir eigentlich nicht bestellen wollte. Und dann aber im Zuge eines Videos, was ich selbst über diese ganze Thematik gemacht habe, also ist mir dann aufgefallen, das lohnt sich für mich doch. Was habe ich mir denn geholt? Ich habe mir Avengers West Coast Vision und Wahrheit geholt. Das ist halt, das habe ich ja letztens, habe ich ja so einen Überblick gemacht über diese Scarlet Witch Saga, habe diesen Band auch erwähnt, den ich aber selber nicht hatte. Hier drin enthalten West Coast Avengers 42 bis 46 und Avengers West Coast 47 bis 50. Ist dieselbe Serie, sie wurde einfach ab Ausgabe 47 umbenannt in Avengers West Coast. Ist aber auch die West Coast Avengers Serie. John Byrne hat es gezeichnet. Hier drin ist halt Vision Quest, wo es halt um Wanda Maximoffs Ehemann geht, Vision. Und außerdem werden hier auch die
Great Lake Avengers eingeführt. Außerdem wird hier auch der US-Agent Mitglied der West Coast Avengers. Und die Sache mit den Kindern wird ja hier geklärt. Und das ist ja, darum habe ich es ja eigentlich auch nicht gekauft, weil ich habe ja diesen Band schon lange. Und hier drin sind halt, neben X-Men 4, dem Erstauftritt von der Scarlet Witch damals in den 60ern, ist hier halt drin Avengers West Coast 47 bis 52. Und hier ist 47 bis 50 drin und 42 bis 46. Das heißt, 5 Ausgaben mehr als hier, aber hinten, also im 50er-Bereich, das geht hier halt nur bis 50 und hier bis 52. Macht aber nichts, weil ich ja den Band auch hatte, der 51 bis 57 und 60 bis 62 dann enthält und halt die Fortsetzung von dem ist, sodass du hier eine runde Sache hast. Und das ist halt für mich theoretisch jetzt überflüssig. Da wird halt mehr die Sache mit den Kindern dann thematisiert, aber die 5 Ausgaben hier vor ist halt Vision Quest. Was da mit Vision eigentlich los ist, was hier natürlich nochmal in der Redaktion und so erklärt wird. Aber das doppelt sich jetzt hier. Den würde ich wahrscheinlich dann demnächst verkaufen. Bin aber noch nicht sicher, weil hier halt die ursprüngliche X-Men 4 Ausgabe drin ist. Aber für eine historische Ausgabe, den zu behalten, weiß ich auch nicht. Eventuell kommt der mal in Verkauf. Weil der ist besser, habe ich ja auch in dem Video gesagt, dass das die bessere Variante ist und dass man sich dann lieber diese beiden holen sollte, als meinen Mix, den ich da gemacht habe. Ja, das ist aber nur meine Meinung. Das kann ja jeder so sehen, wie er will. Vielleicht behalte ich den roten auch, aber ich habe tatsächlich, weil ich jetzt mittlerweile so viel habe und weil ich hier im Umbau bin und das sehe, wie viel ich habe, bin ich jetzt nicht so krass daran interessiert, alles doppelt zu haben. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel die, weil ich da mit dem Sir Acer sogar heute drüber geredet habe. Es gibt so Ausnahmen. Wenn ich dann sowas habe hier, Rächer aller Zeiten in Prestige und dann das Ganze ja bei Eagle Moss auch noch habe, sowas ist was anderes. Eventuell die Eagle Moss Bände mal abstoßen, aber diese Prestige-Ausgaben sind natürlich richtig nice. Und natürlich habe ich auch so ein paar Stories wie Tod von Superman oder ja, Death of Superman auf jeden Fall. Welches, den habe ich zum Beispiel auch irgendwie so doppelt, weil ich den alten Carlson-Band dazu habe und diese ganze Carlson-Reihe dazu und den halt auch bei Eagle Moss mir nochmal geholt habe. Dann habe ich natürlich hier Superman Man of Steel von John Byrne auch, der das auch gemacht hat. Diese Neuinterpretation von Superman finde ich auch super und habe ich natürlich auch den Ehapa-Band, das Superman, der neue Superman-Handbuch. Sowas habe ich dann doppelt. Das wird sich auch, werde ich wahrscheinlich auch weiß behalten, aber gewisse Sachen muss ich dann nicht doppelt haben. Ja, so viel zu dieser kleinen Folge, meine Comic-Neuzugänge und mehr. Ja, ihr seht ja, viel kaufe ich im Moment nicht. Bin auch echt froh, dass ich noch so ein bisschen Rezensionsmaterial bekomme. Und wie gesagt, ganz herzlichen Dank dafür. Schreibt ihr immer mal rein, was ihr davon habt, was ihr davon interessant findet. Wie gesagt, Reviews wird es auf jeden Fall zu den Rezensionssachen geben. Dann, natürlich dauert das jetzt noch ein bisschen, soll aber möglichst diesen Monat auch vonstatten gehen. Und dann, hierzu weiß ich noch nicht, ob ich eine Review mache. Einen Großteil des Bandes kenne ich ja. Das sind übrigens alles Sachen, die auch bei Condor damals kam, in den Recher Taschenbüchern, da habe ich die auch noch zum Teil, aber halt auch nicht alles aus diesem Vision Quest, aus dieser Vision Quest Sache, immer nur so Auszüge und ja, das ist halt meine Kindheit, ob es dazu jetzt eine Review gibt, weiß ich nicht, weil ich am Überlegen bin, eventuell da mal einen Gesamtleserun auch zu dieser ganzen Scarlet Witch Sache zu machen und dann würde sich das anbieten. So, jetzt bin ich durch und sag mal, wünsche euch natürlich noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer das Video kommt. Und gerne liken, gerne kommentieren und gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, hier soll die nächsten Tage möglichst viel kommen. Mal sehen, ob das so klappt. Bis dann. Ciao.